Endspurt für heute, für den vierten Preview. Für den vierten heute Abend, den achten insgesamt, den achten Preview-Livestream von Gesunkene Schätze, dem neuen DLC, der neuen Erweiterung für Anno 1800, der ersten größeren. Vorher gab es schon den Anarchisten. Und ich persönlich habe auch meine DLCs dabei. Ich bin das Grundspiel, Writing Bull. Die drei Erweiterungen an meiner Seite sind Ivy und Michael und jetzt auch Chipmunk. Hallöchen. Und du weißt ja, jedes Spiel wird durch DLCs meistens nur besser. Das ist leider richtig. Die meisten DLCs sind doch überteuert. Was ist dein Preis? Ui. Viel das Schoki. Also, das hast du mich leider bisher noch nie gefragt. Und ja, wir wechseln mal das Thema. Ich muss leider weiterspielen, bevor du deinen Preis nennst. Denn ich wollte auch noch Hallo sagen. Das ist Michael. Was? Das ist Ivy. Okay. Also, hallo und willkommen bei Anno 1800 mit dem neuen DLC. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und das hier ist jetzt wiederum der dritte Moderator. Das ist Ivy. Michael. Hallo, Michael. Hallihallo. Im Ernst, späte Stunde, da kann man schon mal ein paar Wörter werfen durcheinander. Das hier ist das Linienschiff Versenk, meine ich. Das ist an seinem Zielort angekommen. Auf der anderen Seite. Ich bin jetzt Schiffe versenken. Genau. Oh, ist uns viel zu spät. Blablabla. Auf der einen Seite sind zwei Schoner. Das ist das eine Schiff. Da ist unser Ziel. Und das andere Schiffchen müsste hier mittlerweile ankommen. Wo ist das denn? Okay, wir spielen nicht Schiffe versenken, wir spielen Schiffe suchen. Ja, wie immer bei Anno. Sag mal, kann das sein, dass wir jetzt trotz des Upgrades immer noch keine wirklich gute Schiffe... Nee, nicht wirklich. Was das betrifft, Liste haben sie es immer noch nicht hinbekommen. Also noch ein Punkt für die Liste, ja, für die Gamescom. Mhm. Das dauert noch ein bisschen, wir müssen gegen den Wind kreuzen. Deshalb können wir die Aufgabe noch nicht erfüllen, wir bleiben aber am Ball. Lieber Chipmunk... wir sind auch ohne dich fleißig gewesen. Das hier sage ich dir und auch den anderen Zuschauern, die jetzt gerade vielleicht frisch dazugestoßen sind oder deren Gedächtnis aufgefrischt werden muss. Wir sind hier unterwegs in der alten Welt und dann haben wir noch durch den DLC diese Welt hier freigeschaltet. Captree Lawney, das ist die alte Welt, das ist die neue Welt, das ist die neue Region. Hier haben wir eine riesige Hauptinsel, das ist die hier oben, die bauen wir schick und schön aus. Eine kleine Insel hier unten. Und wir haben vor allem einen neuen Bekannten. Einen alten neuen Bekannten. Ich glaube eher so rum. Das ist hier der alte Nate, der aus Salmagundi haust und werkelt. Das ist sein Luftschiff. Da können wir für unser Bergungsschiff, die Orion, die wir von ihm bekommen haben, immer wieder schöne Sachen bekommen. Items. Die ist hier unterwegs. Ein Echolot tackert andauernd vor sich hin. Wir versuchen mit dem Echolot... Beute machen zu können. Wir versuchen irgendwo Orte zu finden, wo wir wertvolle Materialien finden, die wir ihm dann für Crafting bringen, damit wir coole Items basteln können. Bislang haben wir Items nur für uns geholt, das heißt, wir haben quasi investiert in das Bergen. Aber wir haben durch das Bergen noch keine Items bekommen für unsere Städte oder Schiffe selbst. Das wäre die nächste Stufe. Dass wir jetzt, nachdem das Schiff fast best ausgestattet ist, endlich die richtige Beute machen. Wenn das Echolot funktioniert, wird uns auch was angezeigt, ein Ziel. Immer schön hingucken. Hast du schon mal, Chipmunk, du machst doch immer so Militärübungen mit deinen Schweizer Waffenkameraden, weil euch einbildete, irgendjemand wollte die Schweiz überfallen. Hast du bei deinen Übungen auch schon mal selber neben einem Kompass auch ein Echolot in die Hand gedrückt bekommen? Denn ich habe gerüchtweise gehört, ihr hättet so eine große Kriegsmarine. Ja, wir haben die größte Binnenseemarine der Welt. Im Ernst, jetzt wirklich? Ja, das ist jetzt kein Scherz. Aber ihr seid ja völlig neutral, ne? Ja, natürlich. Und Neutralität muss geschützt werden. Wollte euch schon mal jemand erobern? Ja, nie, weil wir so gute Soldaten haben, da hat sich das bisher niemand getraut. Die größte Binnenseekriegsmarine der Welt, weil ihr befürchtet, dass auf dem See bei euch, dass da plötzlich
Alien-Kriegsschiffe auf dem Wasser materialisieren, von oben abgesetzt werden, weil über die Grenzen können die doch nicht rüberkommen, oder doch? Oder reden wir über den Bodensee? Natürlich reden wir über den Bodensee. Der Feind könnte vom Norden kommen und könnte Schwarz-Rot-Gold tragen. Ja, der Feind kann von überall kommen. Fühlst du dich sehr von uns bedroht? Ja. Also fühlst du dich öfters von da sind die ersten. Moment, da kommt das Echolot, meldet sich. Fühlst du dich öfters von unheilvollen Mächten bedroht, sodass du glaubst, in deiner Badewanne kleine Kriegsschiffchen freisetzen zu müssen? Ja, aber natürlich. Ich meine, ihr macht das einfach. Früher hat man es militärisch gemacht und jetzt schickt ihr uns einfach so viele Einwanderer, bis ihr uns übernommen habt. Ihr habt echt ein Ausländerproblem und die Ausländer tragen tatsächlich Schwarz-Rot-Gold. Ne? Ihr habt ein echtes Ausländerproblem, ernsthaft. Aber die Deutschen fühlen sich meistens nicht als Ausländer, nein, sondern sie finden dann die anderen, von Osten kommen. Einmal kurz zum Anno-Thema, bevor ihr euch da in was festrennt. Kannst du mir, bevor du dich jetzt hier in die Suche weiter reinsteigerst, noch einmal kurz in die andere Welt gehen, dass ich sehe, wie viel Zeit wir noch für die Quest haben, dass ich dich daran erinnere, dass wir sie nicht vergessen? Das mache ich sobald, wir sind unmittelbar davor. Wenn wir das hier geborgen haben, dann mache ich das. Super, wenn nicht, dass wir sie vergessen, das wäre ja schade. Ich erzähle es auch nur, weil ich noch off-topic eine Sache erzählen wollte, eine wahre Geschichte. Nämlich, ich sag mal nicht, wer es war, aber wahre Geschichte. Zwei Frauen unterhalten sich am Arbeitsplatz, schimpfen und ziehen her über die Flüchtlinge und die Ausländer. Und die eine sagt zur anderen, gebildete Leute aus der Mittelschicht, ich mache immer Urlaub in Island, da gibt es nicht so viele Ausländer wie hier. So, wir bekommen 24 Schrott dazu. Jetzt sind wir schon fast so voll, wir könnten andere Sachen schon gar nicht mehr an Bord nehmen. Da ist schon die nächste... Wir merken uns mal, hier, wir liefern das erstmal ab. Oder wir haben da so ein kleines Schiffchen, das uns folgt. Das bringen wir dorthin. Die Fregatte, die bringen wir mal hier hin. Daneben, und das lassen wir hier stehen und wechseln jetzt mal in die alte Welt. Und dann kommt es hier rüber und dann wechseln wir die, machen wir hier die Slots wieder voll, packen um. Und das machen wir, nachdem wir in der alten Welt diese finstere Aufgabe, die uns Leonard aufgedrückt hat, umsetzen. Und zwar, unsere Kriegsschiffe sind hier. Wir haben noch 16 Minuten, das sollte reichen. Das erste kommt hier runter, genau. Und das zweite sollte dann auf der anderen Seite sein. Weil die sind flinker als wir. Die sollen nicht abhauen. Wo ist das andere denn? Ach, das ist hier. Alles klar. Von wo kommt der Wind? Von der Seite. Insofern ist es egal. Dann ziehen wir mit dem Schiff hier hin. Und mit dem ziehen wir hier hin in die Mitte. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Der Wind kommt von links. Hier ziehen wir hin. So. Du greifst das an. Du greifst das an. Die Ärmsten, das ist mir schon ein bisschen peinlich. Linienschiff drüber eröffnet bereits das Feuer. Was machen die Schoner? In der Mitte zu sehen, versuchen in unsere Richtung zu flüchten. Wir haben keine Chance. Die sind sehr flink. Aber das Linienschiff hat eine große, große Reichweite. Das sollte eigentlich klappen. Ah, das fährt nicht hinterher. Ja, wenn die Reichweite so groß ist.
Der bitte hierhin. Mit ihm dort hinten hin. Die fahren nicht hinterher. Dann gehen wir mal, aber wir haben auch Stellung gehalten. Wir greifen auf Generalangriff. Und hiermit auch auf Generalangriff. Die haben auch noch weitere Kriegsschiffe. Wir haben noch das Kanonenboot. Und dem gehen wir, der ist ja sehr flink, den Befehl hier anzugreifen. Das Kanonenboot kriegt den immer. Dann schicken wir hier noch eine Fregatte hin. Wir gehen ganz auf Nummer sicher und sagen der anderen Fregatte, du greifst bitte schon hier an. Denn die gehen alle auf Generalangriff. Wir müssen nur nachher dran denken, dass wir das wieder zurückstellen. Damit die nicht unter Umständen in so einer kleinen Pause, wenn wir gerade mit den Piraten mal wieder keinen Frieden haben oder Waffenstillstand, dass es da nicht plötzlich Ärger gibt. Hier oben, schaut mal. Das ist das erste, versenkt worden. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ja! Applaus, Applaus! Ein Schiffchen versenkt, das hier bleibt noch übrig. Es ist aber nett, dass es auf der Stelle stehen bleibt. Ich finde, dass das vorkommt. Finde ich auch. Sehr höflich. Ja, ne? Also, da neigt man fast schon dazu, nicht zu morden. Fast. Aber nur ganz. Ja. Obwohl, nein, eigentlich doch auch nicht. Also, man muss das einfach sagen, es gibt auch höfliche Opfer. Ja. Ja. Sehr höfliche Opfer. In der Tat. Ist das eigentlich Sozialdarwinismus, Chippy, dass die höflichen nicht durchkommen, dass die sich nicht fortpflanzen, nicht überleben, sondern dass so Leute, so Abschaum der Meere wie wir, dass wir überleben? Ja, wird ganz bestimmt so sein. Ja. Die anderen Schiffchen können alle wieder zurück. Jetzt müssen wir die einzelnen wieder suchen, das Kanonenboot. Moment mal. Alle Schiffe. Jetzt können wir diese Schiffchen wieder einzeln der Reihe nach durchgehen. Hier müssen wir hin. Jetzt müssen wir das noch ganz schnell in 12 Minuten 30 liefern. Und dann haben wir es. Zu dem Clipper müssen wir hin. Das sollte innerhalb von 12 Minuten möglich sein. Aber wir segeln gegen den Wind. Wir schnappen uns ein Schiff, das mit Dampf betrieben wird. Wir schnappen uns unseren Mighty Michael. Und der fährt ein bisschen entgegen. Aber wir machen es noch besser. Wir sagen dem, dann fährt er automatisch dahin. Der soll den ja bitte mal bewachen. Ich glaube, das war der, ne? Genau. Dann fährt er sowieso in dessen Nähe. Das sollte schon mal helfen. Jetzt müssen wir alle anderen Schiffe der Reihe mal nach durchgehen. Das ist so blöd, wir haben ja keine Liste, wo man die sortieren könnte. Und müssen überall auf die Taktik des Schiffes wieder ändern. Und jedes Mal, wenn wir eins geändert haben, verändert es die Position innerhalb dieser Liste. Unfassbar. Also das ist doch wirklich, oder? Zum Haare raufen. Würde ich gerne sagen, wäre aber wenig glaubwürdig, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich raufe meine Haare für dich mit, okay? Das ist sehr lieb von dir. Diese Liste ist eine Katastrophe. Ich verstehe das nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Benutzt man Insider aus meinen Blogs. Ich sage nur Tim. Wahrscheinlich hat das auch Tim gemacht. Für alle, die das jetzt nicht verstehen, in meinem Blog habe ich an allen Sachen, die mir in Anno nicht gefallen, dem Praktikanten Tim die Schuld gegeben. So, die sind alle unterwegs. Ich hoffe, wir haben keins mehr. Das ist die Mighty Michael. 10 Minuten noch. Ist jetzt auch schon neben dem Linienschiff und kann übernehmen. Das machen wir. Dann sagen wir dem, bleib. Ach, das ist aber gleich da, oder? Weiß nicht. Wir machen. Doch, Bullstadt ist direkt vor Augen. Das klappt. Oder wir sagen einfach, wir übernehmen. Er fährt mal bitte nur bis hier. Und er fährt direkt daneben und übernimmt die Fracht von dem. Ich weiß jetzt, wie das geht, nachdem Alvin mir das erklärt hat. Der gezinkte Beweis wird übergeben.
Jetzt können wir das mit dem, weil das die Mighty Michael ist teilweise dampfbetrieben. Wir fahren gerade oder segeln gerade gegen den Wind und so geht's schneller. So sind wir jetzt bei dem Clipper gleich angekommen. Und den hier schicken wir jetzt zurück. Ebenfalls hierhin. Daniel Junior ist auch angekommen. Was ist denn das hier? Wieder so ein Bug. Das ist das Schiffchen mit den Symbolen über oben drauf auf dem Köpfchen, wo man nicht weiß, wo das herkommt. Jetzt liefern wir den Beweis an Malchings schmierigen Clipper. Unser Flaggschiff. Gleich sind wir da. Das verfolgen wir mal kurz. Ich werfe mal zwischendurch auch mal wieder einen Blick in den Chat rein. Gibt es einen Link zu Ivys Blog? Aber ich glaube, der wurde schon gepostet. Ja. Damit die Leute das mit Tim verstehen. Werden wir Tim, den unfähigen Praktikanten, auf der Gamescom treffen? Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt, habe ich ja die E-Mail an Bastian geschrieben und da habe meine größte Angst war, ich habe da den Blog dran gehangen und da habe ich ihn gefragt oder habe drunter geschrieben, bitte nehmt mir das mit den Namen nicht krumm, weil ich seinen Chef Horst genannt habe. Wir und bekommen, daraufhin hat er. Entschuldige, Professor Ramdevi haben wir bekommen. Erzähl weiter, ich suche ihn dabei. Ja. Und er hat dann geschrieben, ach du, ich verstehe Humor, aber ich musste ehrlich gesagt bei Grutun sehr lachen, weil wir ja einen Goodie im Team haben. Oh je. Oh je. Ramdevi, Leiter des Stroms, dieser Professor, ein legendäres Item, beeinflusst Glühbirnenfabriken und Phonographenfabriken, die wir noch gar nicht gebaut haben, produziert gelegentlich extra Taschenuhren, brennen Hochräder, Dampfwagen, Nähmaschinen und Karlauer. Klasse, den kann man dringend gebrauchen. Und den stecken wir in die Nähe der Glühbirnenfabrik in einer Handelskammer. Das heißt, wir bringen ihn erstmal nach Bullstadt rein. Dann suchen wir unsere Glühbirnenfabrik. Die ist hier unten. Das ist die Glühfadenfabrik. Und da ist die Glühbirnenfabrik. Und hier müssten wir irgendwo ohnehin ein Handelscenter, ein Handelszentrum, eine Handelskammer haben. Mal schauen, was da im Augenblick drin ist und wie weit die reicht. Oder ob ich fantasiere und die existiert gar nicht. Das ist das Handelskammern-Symbol. Ah, die liegen hier nebeneinander. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, es geht. Das geht. Die würden sich nicht überlappen. Hier oben eine hingesetzt. Hier. Und das klappt. Hier setzen wir eine Handelskammer hin. Perfekt. Wunderbar. Zauberhaft. Explosion in einer Goldmine in Perlenschmuck. Skandal. Schauen wir uns gleich mal an. Oh lala. Musste auch aufgebaut werden. Ist irgendwo eine Feuerwehr zu sehen? Ja, reicht die bis dahin? Ja, trotzdem in die Luft gegangen. Da müssen wir einfach aufbauen. Wir schauen uns mal an, wenn die zerstört ist, wie das aus der Nähe aussieht. Auch schlimm. Ein Bild der Verwüstung. Bitter. Die Tafel mit der Aufschrift Gold liegt in Fetzen. Total kaputte grüne Farben auf dem Weg zu sehen. Wirklich ganz, ganz furchtbar. Schritte im Hintergrund zu hören. Trümmer aller Orten. Ein Bild des Grauens. Kann man nicht anders sagen. Ganz, ganz schrecklich. Ganz, ganz furchtbar. Hilfe kommt. Mit nur einem Mausklick agiert der Master of the Maus und macht Folgendes. Achtung und... So schnell können Reparaturarbeiten stattfinden. Daran sollten sich alle deutschen Handwerker ein Beispiel nehmen, wenn sie selber für Dinge mehrere Termine brauchen, zu spät kommen oder sagen, ich habe das nötige Werkzeug nicht dabei. Hier sieht man, wie schnell Handwerker arbeiten können. Ja, schon gehen alle Handwerker aus dem Chat raus.
ist nur, ist, es geht halt anders. Ihr seht das. Ja, wir hatten gerade im Chat nochmal die Frage, deswegen sollten wir es vielleicht für die Leute in der Aufzeichnung nochmal erwähnen, wie man so nah ranzoomen kann. Also, wenn es in Anno 1800 eine Ego-Perspektive gäbe, müsste ihr STRG, Shift und R gleichzeitig drücken. Aber es gibt sie ja nicht. Also, wenn es sie gäbe, würde das funktionieren. Also, dieses Item, Professor Ramdevi, der Leiter des Stroms, legendär, sitzt jetzt in dieser Handelskammer. In der Nähe seht ihr diese Fabrik, die mit der hellblauen Kontur. Das ist eine Glühbirnenfabrik und die ist jetzt 50% produktiver. Und hier steht, liefert Elektrizität. Das heißt, glaube ich, er liefert der Fabrik Elektrizität. Ja, du brauchst kein Kraftwerk in der Nähe. Genau. Jetzt würde sie sowieso allerdings Strom bekommen. Wir könnten uns also sogar überlegen, sie irgendwo hinzusetzen, einfach um hier Platz frei zu räumen. Genau, also ich benutze das solche Items. Es gibt ja noch ein anderes Item, das das kann immer, zum Beispiel bei Farmen oder bei Schnaps zum Beispiel. Ich habe bei Schnaps eine Produktionskette mit Elektrizitätslieferung und dass es mir parallel rum macht. Zum Beispiel, dafür könnte man das benutzen. Ich klaue mal die Handelskammer. Nein, wir machen was anderes. Wir schauen erstmal, was wir eigentlich sonst an Items haben, ob wir das irgendwo kombinieren können. Also ob wir irgendwie sagen, wir nehmen uns die Handelskammer. Was ist denn das da unten? Wir nehmen uns die Handelskammer und packen da noch ein anderes Item rein, das vielleicht einen anderen Wirtschaftszweig pusht. Was gibt's denn hier? Getreidefarmen. Nee, das ist Quark. Kartoffelhöfe. Viel produktiver. Kartoffelhöfe und Hopfenplantage. Cool. Tierhöfe produktiver. Schreinereien und Holzverleuten. Weniger Arbeitskräfte notwendig in Lehmgruben und Zementminen. Metzgereien produktiver. Außerdem produzieren sie gelegentlich Talg. Episch. Chantal, die Feinschmeckerin. Das könnten wir uns überlegen. Holzfällerhütten. Ja. Also wir könnten... Also was naheliegend würde, wir könnten, das sind Tierhöfe, das sind Metzgereien, die liegen oft nebeneinander. Da könnten wir eine Handelskammer hinsetzen, die beides pusht und daneben könnten wir dann noch die Glühbirnenfabrik setzen und dann die Handelskammer dazwischen. Wir halten mal Ausschau, ob wir irgendwo auf einem Platz Tierhöfe und Metzgereien haben und keine Handelskammer direkt daneben. Okay? Super Tierhöfe. Klar. Ja, Tierhöfe und Metzgereien. Hier sind schon mal jede Menge. Aber ich glaube, hier waren auch Handelskammern. Da müssen wir erstmal jemand hier einladen. Einen Wachtmeister. Und wieder retour. Also, hier sind Unmengen an Tierhöfen. Das sind Streichelzoos für die Kinder. Also nicht, dass er auf dumme Gedanken kommt. Schweinezucht, manchmal, das ist mehr, das ist ein schlechter Scherz. Manchmal will man die Schweine ein bisschen veralbern und schreibt an die Gebäude, die neben ihrem Stall stehen, Metzgerei dran. Aber das ist nur so ein dummer Jungenstreich. Das hat keine wirkliche Bedeutung. Oh, Schweine das, können lesen? Ja, natürlich. George Orwell, Krieg der Schweine, Krieg der Tiere. Der Bauernhof der Tiere, wie heißt es? Farm der Tiere. Farm der Tiere, okay. Also wir holen uns, hier sind auf jeden Fall Metzgereien und Tierhöfe. Wir klauen uns mal die Handelskammer von hier. Das war sie. Mopsen sie. Hängen sie an den Mauszeiger ran. Haben ja keinen weiteren blauen Kreis. Das heißt, hier steht ohnehin noch keine Handelskammer. Und setzen sie mal einfach hier irgendwo in die Mitte hin. Irgendwo, wo noch Platz ist. Hier könnten wir auch noch ganz andere Sachen. Hier wären auch die Lehm- und Ziegelproduktion. Könnten wir hier auch pushen. Das geht auch. Da oben ist noch Platz.
Ich setze sie mal hier hin. Jetzt halten wir mal einen Ausschau. Denn dieses Item hier, wo haben wir es denn? Lehmgruben und Zementminen. Lehmgruben, weniger Arbeitsplätze. Okay, das ist nur die eine hier. Und hier arbeiten, die ist stillgelegt. Auch das noch. Okay, das, ich glaube, null kann man nicht noch weiter reduzieren. Also das war jetzt vielleicht so mäßig effektiv, sage ich ganz offen. Also wir puzzeln uns das mal anders zurecht. Stellen wir einfach direkt in die Mitte. Wir nehmen die Metzgerei. Und ziehen hier ein bisschen um. So. Die Metzgerei packen wir hier hin. Die Handelskammer passt hier nicht hin. Puzzeln wir da ein bisschen weiter anders. Geht doch. Effektiv ist es eh nicht. Wir hatten irgendwann mal, waren wir, glaube ich, mal umgezogen komplett. Und jetzt sollten wir... Ach nee, das kann ich ja unten wieder hin. Da habe ich einmal zu viel geklickt. So. Und jetzt sollte die Handelskammer hier hinpassen. Und jetzt haben wir hier drin... Jetzt brauchen wir noch die Birnenfabrik, die kommt hier oben rein. Na, jetzt noch reinpacken. Tierhöfe, 20% produktiver. Ihr seht ja alles, was dadurch beeinflusst wird. Das sind verdammt viele. Nächstes Item. Schweinezucht. Nein. Wo haben wir es denn? Metzgereien. Ja, das ist cool. Das ist alles positiv beeinflusst. Wunderbar. Metzgereien produktiver produzieren zudem gelegentlich Talg wegen Chantal. Chantal, die Feind, der Feinschmeckerin. Vitaminergänzung. Jacqueline Chantal, die heißt bestimmt mit zweiten Namen Jacqueline. Das glaube ich auch. Jacqueline, nicht so schnell, sonst kotzt ihr wieder. Vitaminergänzung, gut für die Tierhöfe. Und hier müssen wir noch die Glühbirnenfabrik rüberziehen. Die ist... Ja, die klauen wir hier. Die wird gerade liebevoll als Chantalk bezeichnet. Das ist ja genial. Wunderbar, total klasse. Das passt, glaube ich, so nicht hin, ne? Ah, wir könnten hier aber auch tricksen. Was wir machen könnten, wäre... Ja, wir begrüßen jetzt mal um die Uhrzeit immer noch 400 Leute Nein. aktiv auf Twitch und YouTube. Echt? Das ist ja Wahnsinn, ehrlich. Ja. Ich glaube, so langsam, wir sind so das Aufwärmbecken für die Leute, wo ihr Stammstreamer langsam zu müde ist und sich verabschiedet hat und dann kommen alle zu uns. Weil WB auch der Beste ist, ganz einfach. Ja, natürlich, wer sonst? Ich schweige höflich. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt ein wenig mehr auf, also ich eigentlich auf Twitch, weil ich bisher eigentlich nur bei dir. Aber ich habe mich da in letzter Zeit etwas mehr umgesehen. Mich hat zum Beispiel gestern interessiert, ob wir der größte deutschsprachige Anno-Stream sind. War mir leider nicht. Nein, das ist, glaube ich, Walle immer, ne? Nee, das ist das Traurige daran. Auf dem zweiten, wir waren auf dem dritten Platz, Walle auf dem zweiten und etwa viermal so viele Zuschauer. Lass mich raten. Monsters and Explosions? Nee.
irgendeine junge Dame mit Katzenohren und Bling-Bling. Also mir hat es fast was gegeben. Also die Qualität war auch nicht gerade sonderlich gut vom Spielen her, aber... Die Leute gucken halt manchmal auch leider nicht nach dem, was wer es gut kann, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich war da wirklich schockiert, wie so jemand viermal mehr Zuschauer haben kann als wir. Und eigentlich spielerisch gar nichts kann. Ich glaube, das sind einfach die fehlenden Katzenohren bei mir. Ja. Also ich sehe die Schuld eher bei mir. Achso, ab morgen mit Katzenohren? Ja. Okay. Ich frage mal in den Chat, seid ihr da? Ja, hier steht's. Rein, schreibt's auf. Für mich sind die Katzenohren das Argument. Er sagt's auch. Okay. Ich schick dir welche. Was ich auch ganz schrecklich finde, da ganze Zeit Sub bekommen und Abonnement, da blinkt alle 10 Sekunden blinkt irgendwas auf, was wieder irgendwie vom Spiel ablenkt. Und ja, das finde ich auch. Andererseits, man will ja auch Geld damit verdienen und nicht alle haben so viele spendable Patrons. Also ich gebe ja zu, ich habe das ja auch, dass das bei mir aufblinkt, ne, wenn ich das mache. Aber ich habe das so klein und so kurz, dass es eigentlich recht schnell wieder weg ist. Ich schreibe gerade einer, mit Katzenohren wirkt man definitiv kompetenter. Ja. Also schön. Als ich damals meine Abitursprüfung hatte, im mündlichen Abitur, habe ich in Mathe und in Physik bin ich nur durchgekommen, weil ich Katzenohren getragen habe. Das hat mich mehrere Noten besser gemacht, weiß ich noch ganz genau. War mir damals eine Lehre fürs Leben. Ich habe das nur später wieder aus den Augen verloren. So, wir kommen hier an mit der Orion. Mal ganz kurz wieder, nur der Abwechslung halber, mal ein bisschen wieder on topic. Lass das Tauchschiff runter, Tauchkapsel runter. Mal schauen, was wir bekommen. Wenn man zu vorgerückter Stunde beim Stream ein bisschen auch mal bei anderes schnackt, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Denn immerhin haben wir bereits 0:37. Was haben wir bekommen? Noch mehr Schrott. Schrott, 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 Schrott. Wir sollten langsam gucken, ob wir nicht irgendwelche coole Items bekommen können. Von denen, ja, wir machen das mal. Wir fahren damit, wir sind ja eh fast voll hier. Wir fahren mal rüber. Wo ist denn das andere Schiffchen? Das uns immer begleitet. Wo ist er denn? Wo ist denn das Schiff, das wir gerade hatten? Die waren das, die Salas hier. Die schicken wir mal rüber zum alten Nate. Kann nie schaden. Und auch unser Schiff. Und dann gucken wir mal, ob wir bei dem für unsere Handelskammern, Rathäuser, Twitch-Chats, was auch immer, coole Items bekommen können. Da hatten wir mal einen Blick. Und während die rüberfahren, gehen wir wieder rüber auf unsere Hauptinsel. Wir sind in der letzten etwa, ich weiß nicht, 1 Stunde, 90 Minuten, keinen einzigen Handwerker weitergekommen. Beim Ziel 500 Handwerker zu bekommen, um diese Quest voranzuschreiten. Das fuchst mich ein bisschen. Es ist nicht so, dass wir nichts gemacht hätten, aber wir haben ja Ketten aufgebaut und so weiter. Wir müssen die Insel ja komplett ausstatten, aber irgendwie, es fuchst mich trotzdem. Jetzt fehlt hier Bier. Hm? Aber zumindest die Anlegestelle und die Hafenmeisterei könnten wir bauen. Die Anlegestelle? Ja, weil du sollst ja auch eine Hafenmeisterei und eine Anlegestelle bauen. Wofür beides? Also wofür brauchen wir das, deiner Meinung nach? Für die Quest-Einkaufszentrum? Ach, da unten, die hatte ich noch gar nicht realisiert. Ich habe die ganze Zeit nur auf die obere Quest geguckt. Ich dachte, was erzählt die mir denn da? Du hast völlig recht. Und wir hatten da auch ein Kriegsschiff mit Kanonen hierhin geschickt. Wir könnten auch, man weiß ja nie. Aber das geht runter wie Öl bei mir, wenn du sagst, dass ich recht habe. Vielen Dank. Du hattest recht. Du hattest recht, Ivy. Du hattest ja so recht, Ivy. Wenn es dir Vergnügen bereitet, sage ich das gerne immer und immer wieder. Vor allem, wenn es der Wahrheit entspricht. Aber mal ganz im Ernst.
Du hattest recht, Ivy. Hafenmeisterei und Anlegestelle werden gebaut. Chip, lass dir das nicht zu Kopf steigen, dass du nicht denkst, ich sag dir das auch immer. Chip, du hast auch manchmal recht. Hafenmeisterei bauen wir hier und die Anlegestelle, genau, Hafenmeisterei. Um Items zu nutzen, setzen wir mal in die Mitte. Doch, Tim. Dann der nächste Schritt war die Anlegestelle. Die gibt es, glaube ich, ab der Handwerkerstufe, ne? Damit man noch mehr Schiffe be- und entladen kann. Dafür fehlt, also dass man das hier mehr KI-Schiffe handeln können. Dafür brauchen wir ja aber noch Stahlträger und Fenster. Und wir haben irgendwo hier in der Liste der inaktiven Schiffe, die rübergekommen sind. Hier, die schöne Nymphe. Die ist hier schon angekommen. Dann wollen wir die mal entladen. Klasse. Und mit der fahren wir sogar sofort zurück auf die andere Seite. In die alte Welt, weil das Schiff ist jetzt leer gefahren. Und wir haben hier keine feste Handelsroute. Es geht darum, die Insel hier schnell aufzubauen. Ach, was mache ich denn da? Ich muss erstmal auf andere... Oh Gott, ich komme ja völlig durcheinander. Wir müssen zurück. Ich muss dem Schiff sagen, wechsle mal die Region. Ich kann das direkt gar nicht rüberschicken zu einer Insel in einer anderen Welt. Das ist ein Feature, was ich mir wünschen würde, was aber traurigerweise nicht gibt. So, die schöne Nymphe. Rüber, andere Region und alte Welt. Und nun können wir als nächstes hier die Anlegestelle bauen, mit mehr KI-Schiffe hier halten können. Setzen wir mal einfach hier hin, daneben. Warum geht das gerade nicht? Baust doch einfach aufs Meer. Du musst doch nicht an der Küste sein, die Anlegestelle. Da, ich hab zu dicht ans Land rangegangen, deshalb ging's nicht. So geht's jetzt. Könnte ich das hier unten noch hinquetschen? Tatsächlich. Das wusste ich gar nicht, dass nur das Gebäude hier sein muss. Das könnte ich natürlich auch machen. Dann würde ich das Ganze auch hier ordentlich entschlacken. Dann wäre plötzlich ganz viel Platz hier. Das ist eine gute Idee, so machen wir das. Hier hin. Klasse. Dann wollte ich ja auch noch, man kann nie wissen, wenigstens zwei Kanonentürme hinsetzen. Dafür brauchen wir Kanonen. Die sollten doch eigentlich da sein. Wir hatten nur extra Kanonen rübergebracht. Wir haben schwere Geschütze rübergebracht. Wir haben nicht die Kanonen rübergebracht, sondern die schweren Geschütze. Nicht die einfachen Kanonen. Mist. Das waren die falschen. Die wollten wir rüberbringen hier für die Geschütze. Wir haben falsche Waren eingepackt. Das heißt, wieder rüber in die andere Welt. Hier hin. Und diesmal Kanonen hin. Und hier oben müssen wir hin. Wir schnappen uns eines unserer Schiffchen. Die Elektra. Die soll das machen. Und dann schauen wir auch mal, was wir in der anderen Welt brauchen. Aber erst lädt die Elektra mal bitte 100 Kanonen ein. Dann gehe ich wieder rüber und wir gehen mal schauen. Was wir ihr sonst noch alles mitgeben könnten. Blick in die Zeitung. Ein Ereignis jagt das andere. Minus 5 Zufriedenheit, plus 5 weniger Aufstandswahrscheinlichkeit. Nehmen wir mal mit. Wenn wir ständig lektorieren, dann sorgt das für eine erhöhte Aufstandswahrscheinlichkeit. Ich
Pressefreiheit ist mein hohes Gut. Da würde ich ja niemals taktisch drüber nachdenken. Das ist einfach so ein Grundreflex von mir, den Schreiberlingen immer freie Hand zu geben. So, wir sind wieder in Crown Falls. Das Problem, das wir hier hatten, das war das Bier. Da ging es eben drum. Bevor wir uns jetzt noch einen Blick der Orion zuwerfen, ziehen wir das jetzt mal wirklich durch hier mit dem Bier. Oh Gott, das sinkt ja immer weiter ab. Geld rüber, Schmeicheleien, die haben in letzter Zeit wenig was gebracht, jetzt auch wieder nicht. Geld rüber, Schmeicheleien, der kann uns leiden. Bei ihr haben wir echt Probleme. Sind immer die Rothaarigen, die Probleme machen. Ja, das hat Ivy eben auch schon gesagt. Unfassbar, ne? Immer diese rothaarigen Weiber. Echt, das geht gar nicht. Also, Bierproduktion. Das war das Thema. Hier oben, genau. Das sind die Schnapsbrennereien. Hier. Getreide. Das heißt, es würde sich anbieten. Hier steht ein Lagerhaus, das hier zu ergänzen in die andere Richtung. Für die Bierproduktion. Hier oben könnten wir die Hänge entlang bauen. Das machen wir auch. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir gehen rein in die Bierproduktion. Haben wir Hopfen auf der Insel? Wir haben Glück. Malz können wir hier herstellen. Dann beginnen wir mal mit der Hopfenplantage. Wir beginnen mit einer Brauerei. Eine Brauerei, reicht die? Zwei? Wir setzen mal eine hin. Wir beginnen damit. Eine Brauerei hier hin. Eine zweite Brauerei. Dorthin. Dann brauchen wir etwa drei Hopfenplantagen. Die liefern ja ein gutes Zeug direkt dahin. Fangen wir mal hier unten an. Eine hier hin. Eine weitere. Direkt daneben. Ach, das sieht nicht hübsch aus. Wir wollen doch ein bisschen Abwechslung haben. Die drehen wir einmal um die eigene Achse. Dann geht die hier hin. Hier kommt sie hin. Eine dritte. Aber nicht mehr hier. Hier bauen wir die Küste entlang. Sondern hier oben. Ja, das können wir machen. Eine kommt hier hin, bitte. Setzen wir hier auf die Ecke drauf, da wo der Ausgang ist. Schaut mal bitte, hier geht's raus. Kleines Stück Straße hier, kleines Stück Straße dort. Das sind die, wir müssen gleich noch Felder bauen, drei Hopfenplantagen. Erste hier unten runter, rund um die Feuerwehr. Immer hier entlang des Ufers. Zwei Felder fehlen noch. Perfekt. Zweite Hopfenplantage. Hier entlang. Hier entlang. Noch eine Reihe. Noch eine Reihe. Wenige fehlen noch.
Ich glaube, die kriegen wir hier hingesetzt. Perfekt. Als ob das von Anfang an geplant gewesen wäre. Ein Hopfenplantage 2, da vorne kommt noch die dritte hin. Die ziehen wir hier oben entlang bis zum Berg. Dann füllen wir hier die Berg, den Hintergrund aus. Einen Krieg wenden wir ab. Kleine Schutzgelderpressung, habe ich keine Probleme mit. Wo ich eher Probleme habe, das ist, glaube ich, nicht ganz so clever. Wir wollen ja hier den Rand mitnehmen. Hier lasse ich ein bisschen Platz offen. Hier können wir auch andere Gebäude hinsetzen. Jetzt habe ich das gerade nicht ganz gefüllt hier. Jetzt haben wir das. Jetzt geht's hier rüber und jetzt füllen wir hier die Lücke. So geht's hin. So geht's hin. Das war's schon. Hier können wir vielleicht noch was Zweites nachher noch hinsetzen. Ein anderes Gebäude. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt haben wir drei Brauereien. Nochmal einen Blick, was wir für die Bierproduktion brauchen. Hopfen, drei Plantagen. Wir brauchen noch Getreidefelder, weil wir da gerade das Getreide abgreifen von der Brotproduktion. Und natürlich die Mälzereien, um das Getreide zu verarbeiten. Die Mälzereien stellen wir direkt hier vorne hin. Wir brauchen eine Mälzerei für zwei Brauereien. Die beiden Brauereien stehen hier. Das ist die Mälzerei. Die können wir hier hinstellen. Ja, warum eigentlich nicht? Passt doch. Dann geht es wieder in die Getreidefarmen rein. Zwei Getreidefarmen sollten wir errichten. Eine kommt hier hin. Versuchen wir hier wieder die Lücken zu füllen. Ziehen hier runter. Bis hier hinten hin. Hier geht es entlang. Und es fehlt noch etwa die Hälfte. Können wir noch mehr immer den Berg entlang bauen. Noch ein paar fehlen. Sieht da aus wie Absicht. Dann, also eine Getreidefarm, kein Lagerhaus in Reichweite. Das hat Gründe. Keine Straße. Jetzt ist die Straße da. Und die verlängern wir auch noch nach oben. Sollen wir das machen? Ja, machen wir mal. So. Der hat nämlich die Getreidefarm die Wahl, wo sie hingeht. Und damit es nicht nur das Lagerhaus ist, sondern auch das hier, wollen wir hier zum einen das Lagerhaus ausbauen. Da sind hier mehr Stege für die Karren, die kommen. Und damit es auch von mehr Gebäuden benutzt wird, machen wir auch hier noch eine hübsche Steinstraße hin. Ich glaube, das hier können wir uns auch schenken. Dieses Wegzipfelchen. Alles klar? Ja, ich glaube, die Bierproduktion sollte jetzt laufen. Nochmal kurz eine Mälzerei auf. Zwei Getreidefarmen auf. Zwei Brauereien auf. Drei Hopfenplantagen. Alles gebaut, alles gut. Bierproduktion läuft. Jetzt werfen wir aber wieder zurück einen Blick auf die Taucherglocke, das Taucherglockenschiff und unsere Orion. Wir machen den ganzen Krempel, dass wir Krempel auflesen vom Grunde des Meeres, ja deshalb, weil wir coole Items bekommen wollen. Die erste Runde Items, die wir uns geholt... Oh, schaut mal hier schon wieder. Irgendwo hier oben zeigt uns das Echolot einen Schatz an. Die erste Runde Items holen wir, haben wir uns geholt für das Schiff selber, damit das effektiver Sachen vom Meeresgrund hochziehen kann.
schneller, dass es, dass es mehr Dinge findet, dass die Quantität höher ist und die Qualität. Dafür haben wir 3 Slots hier gefüllt. Jeder erfüllt eine von diesen Geschichten. Jetzt geht es aber darum, wofür wir das ganze Zeugs holen in der zweiten Welle, nämlich dafür, coole Items zu bekommen. Für unsere Städte selber, für die Handelskammern und die Rathäuser und so weiter und so fort. Rein in das Luftschiff. Umwandelbildschirm. Und mal gucken, was wir kriegen könnten. Die oberen 3 Reihen, die sind für die Schiffe. Das ist hier oben auch... Moment. Rathaus-Items. Schiffs-Items. Handelskammer-Items. Hafenmeister-Items. Rathaus-Items. Da gehen wir mal shoppen, der Reihe nach durch. Die geborgenen Items, das sind die fürs Bergen. Also das ist schlecht übersetzt. Das ist ein Übersetzungsfehler. Es ist ein Fehler. Es sind nicht geborgene Items, sondern es sind Items fürs Bergen. Das ist ein Übersetzungsfehler. Auch wenn es deutsche Entwickler sind, ganz ernsthaft, das Spiel wird auf Englisch getextet und die Spiele werden danach erst ins die Texte in der zweiten Runde erst ins Deutsche übersetzt. Klingt irgendwie unlogisch, weil deutsche Entwickler, die in Mainz sitzen, ist aber das international übliche Prozedere, wenn ein Spiel in Deutschland produziert wird. Zuerst werden englische Texte entwickelt und danach die deutsche Variante, oft sogar extern und nicht immer intern, von externen Übersetzungsbüros ins Deutsche übertragen. Kein Witz. Schiffs-Items, die brauchen wir im Augenblick nicht zwingend, weil wir sind mit niemandem im Krieg. Handelskammer, Hafenmeistereien, Rathäuser. Rathäuser. Einkommen pro Haus plus 30%. Wow. Wow, es ist Geld nicht unser zwingendes Problem, trotzdem, wow. Einkommen pro Haus 20%. Einkommen pro Haus 15%, das ist ja echt Wahnsinn. Das hier sind mehr Zufriedenheit und mehr Attraktivität. Und das wäre sehr cool, diese Raketensets, für, lieber Ivy, lieber Chip, lieber Michael, für die Investoren, weil die haben ständig ein Zufriedenheitsproblem. Neigen da manchmal zu Aufständen und je zufriedener die sind und die sind oft in der Zufriedenheit schwer zu boosten, desto besser. Also wir könnten von diesen Lichterspielen das optimale Lichterspiel nehmen, das Raketenset Ching de Rasa Bum und das gezielt in Investorenwohngebiete reinsetzen. Wie seht ihr das? Gute Idee. Mal gucken, ob das klappt. Das Raketenset Ching de Rasa Bum. Ah, da fehlt uns ja alles für. Besonderen Schrott, kein Problem, haben wir mittlerweile. Wir brauchen Salpeter, 10 Stück. 5 Dynamit, Textbeschreibung dazu, peng, peng, peng. Steht da wirklich. Kupfer bräuchten wir auch. Also wir brauchen 5 Kupfer, 5 Dynamit, 10 Salpeter. Ivy, hast du das notiert? Wiederholst du noch einmal? 10 Salpeter, 5 Dynamit, 5 Kupfer. Hab ich. So. Jetzt holen wir uns das alles mit einem Frachtschiff, das wir zufällig auch stehen haben, in der alten Welt. Wir gehen rüber und just in diesem Augenblick, als hätten wir es geplant, haben wir in der alten Welt am Hafenkai dieses Schiff hier stehen, die Elektra, die darauf wartet, just für diesen Zweck mit freien Slots befüllt zu werden. Erster Schritt war bei den Rohmaterialien Salpeter. 5 Stück waren es, glaube ich, ne? Salpeter waren 10. Ja, ich mache den Slot mal voll. Den Rest liefern wir einfach im Lagerhaus ab. Wir haben hier ohnehin genug. Der zweite Schritt war Kupfer, ne? 5 Dynamit und 5 Kupfer. Kupfer, du bist plötzlich sehr leise. Wirklich? Jetzt bist du lauter. Beim Kupfer, da sind wir ein bisschen knapper dran. Da nehme ich mal wirklich nur 10 mit. Und das dritte war Dynamit. Dynamit kriegen wir, glaube ich, über die Zwischenprodukte. Da haben wir jede Menge. Da mache ich das mal voll. Und dann schaue ich mal bei der Gelegenheit, was wir womöglich noch für andere Items brauchen könnten, wenn wir die auch noch kaufen wollten. Wir wechseln nochmal rüber. Hierhin. Zu dem Cup und zu Mr. Nate. Also hier haben wir uns schon entschieden, das ist klar. Was hat er denn in den anderen Kategorien? Das hier waren die Kategorien Rathaus-Items. Was wir noch checken wollten, sind die Hafenmeister-Items und die Handelskammer-Items. Ich check mal mit euch die Handelskammer-Items. Nach Gebrauch zerstört bin ich nicht so ein Freund von. Die lasse ich mal alle weg. Das sind die 2 untersten Zeilen.
Ulala. Mann, ist das wunderbar. Ich bin total begeistert. Wir haben hier eine Kategorie von Item in drei Qualitätsstufen für wertvolle, teure Fabriken. Und die bekommen durch diese Items Strom, müssen nicht in der Nähe von Kraftwerken stehen. Die Brandgefahr und die Explosionsgefahr sacken ab. Es gibt Kraftmaschinen. Es gibt für dieselben Gebäude den Turbinateur. Und es gibt Nates ultimative Energiematrix. Alle liefern Strom. Hier wird die Brandgefahr gesteigert. Und die Explosionswahrscheinlichkeit wird gesteigert. Das heißt, sie steigern es. Es funktioniert umgekehrt. Der einzige Bonus ist der, dass die Elektrizität geliefert wird. Aber die Brand- und die Explosionswahrscheinlichkeit steigen immer. Nur je wertvoller das Item ist, desto geringer ist der Mali, dieser Malus, den wir bekommen. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, brauchen wir die Elektrizität und wollen wir dafür in Kauf nehmen, dass es brennt und dass es eher in die Luft geht. Und ich wage mal die Behauptung, im Augenblick brauchen wir das nicht. Wir haben genug Plätze in der Nähe von unseren Fabriken, von unseren Kraftwerken. Oder? Ja, ich denke eigentlich schon, dass wir da gerade genug haben. Denken wir weiter hoch in die beiden anderen Kategorien. Arbeitskräfte. 50% weniger Arbeitskräfte für alle Produktionsgebäude. Das ist gut. Weißt du, wo das vor allem gut ist? Oder wisst ihr, wo das vor allem gut ist? Hier. Zu Hause in der alten Welt. Da haben wir alles gut aufgebaut. Aber hier in der neuen Welt, wo wir gerade erst Dinge aufbauen und immer wieder Engpässe haben zwischendurch. Ultra cool. Kaufen wir uns. Handelskammer. Arbeitskräfte minus 50%. Machen wir sofort. Dafür brauchen wir 15 Glühfäden, 5 Glühbirnen und 10 Arbeitskleidung. Die Arbeitskleidung holen wir uns jetzt von unserer Hauptinsel. Das ist kein Problem. Und dort sollten wir eigentlich auch haben 5 Glühbirnen und 15 Glühfäden noch auf Vorrat. Ivy, notieren Sie sich bitte. Ja. 15 Glühfäden. Frau Ivy, 5 ja. Glühbirnen bitte. Liebe Ivy, 10 Arbeitskleidung. Alles klar? Ja. Jetzt gehen wir rüber. Erstmal rüber wieder in die alte Welt, weil da ist der Weg, der Transportweg ein weiterer. Und sagen unserem Schiffchen einfach, fahr schon mal rüber, Mensch. Komm. Ein Slot frei ist egal. Rüber mit dir. Oder wir gucken mal, ob wir ein cooles Item haben, das wir mitnehmen für die neue Welt. Ihr seht selber im Tooltip, ich überfliege das nur schnell, um das nicht zu sehr auszubremsen. Das können wir alles knicken. Das brauchen wir nicht zwingend. Rohmaterialien. Brauchen wir im Moment auch noch nicht. Weil wir kommen. Den KI-Handel beobachten wir im Augenblick nicht. Entschuldigt, dass ich das nicht im Detail mit euch durchgehe, aber ich würde das gerne noch fertig kriegen hier im Rahmen dieses zweiten Livestreams, dass wir diese beiden Items noch zu Ende bekommen. Wir checken aber noch die Baumaterialien. Weniger Arbeitskräfte nötig für Lehm, brauchen wir auch nicht zwingend. Das ist alles nichts, was wir zwingend bräuchten. Das ist alles hübsch, aber nicht wirklich wichtig. Kartoffelhöfe und Hopfenplantagen, das könnten wir schon eher mitnehmen. Produktivität plus 50% und Anzahl der Module auch erhöht. Das wäre eher interessant. Den nehmen wir mal mit. Sie nehmen wir mal mit, entschuldigt bitte. Die sonnige Siedlerin. So. Jetzt geht's rüber mit dem Schiffchen. Einfach andere Region, bitte. Cap Trelawney, 1 Uhr in der Nacht. Unfassbar. Lohnt es sich überhaupt noch weiter zu streamen? Wie viele Zuschauer haben wir denn? Lieber Chip, lieber Michael, lieber Ivy. Also auf YouTube sind es noch ganze 76 und auf Twitch 290.
Macht also in Summe um die 360, 370, wenn ich das richtig mitbekomme. Ja. Das ist verdammt viel um die Uhrzeit. 1 Uhr in der Nacht, ich bin motiviert, wir machen weiter. Noch, nicht mehr ewig lange, aber noch machen wir weiter. Genau, und wir brauchen noch das zweite Schiff. Hier vorne, da schicken wir jetzt die anderen Materialien rüber, die wir brauchen. Wir haben hier die Goldbart. Jetzt ist blöd, jetzt können wir das Holz nicht komplett abliefern hier. Wir gucken mal, dass wir ganz schnell Holz hier verbrauchen und verbauen. Dass wir bauen, wir müssen nur 3 Slots füllen. Insofern ist das nicht so schlimm. Aber vielleicht verbrauchen wir noch ein bisschen was, wenn wir hier 50 Holz verbrauchen für das Ausbauen hier. Für die höheren Stufen. Holzvorräte sacken ab. Ja, jetzt haben wir einen Slot frei. Gehen schnell rüber hier zur Küste. Sagen der Goldbart, einmal 50 entladen. Alles gut. Und fahren jetzt mit der Goldbart rüber. Mit dem, was wir noch mitnehmen. Lieber Ivy, das waren wie viele Klamotten? 10 Arbeitskleidung, 15 Glühfäden und 5 Glühbirnen. Gehen wir also die Arbeitskleidung an Bord. Jetzt holen wir uns noch die Glühbirnen. 25 haben wir hier und 10, 5, wie viel brauchen wir? 15 Glühfäden, 5 Glühbirnen und 10 Arbeitskleidung. Jetzt holen wir uns noch die 5 Glühfäden dazu. Also 5 Glühbirnen sind drin, 15 Arbeitskleidung. Und bei den Zwischenprodukten, da müssten eigentlich die Glühfäden sein. Ich hoffe. Autsch. Doch, hier sind sie, ne? Das sind die Glühfäden. 25 haben wir hier. Wie gut, dass wir die auf Vorrat hier eingesackt haben. 15 Stück laden wir ein. 15 Glühfäden. Reicht genau aus. Rüber mit der Goldbart. Ich bin echt froh, dass wir das auf Vorrat gemacht haben. Hier geht's hin. Jetzt warten wir, dass die Schiffe ankommen. Während wir warten, können wir gucken, dass wir um die Ecke... werde jetzt einen Link bei Twitch und YouTube posten. Es ist nur ein kleiner Witz, Daniel, okay? Es ist nur ein kleiner Witz. Bin sehr gespannt. Was zeigt das Bild? Ich will nicht raustappen. Nix, Daniel, nix. Das darf er nie sehen. Ja, das müssen wir aus dem Internet. Wir müssen das Internet löschen. Es tut mir leid, aber ich muss das machen. Das versteht natürlich in der Aufzeichnung kein Mensch. Ich ja, versuch's mal, versuch's mal einzubinden ins Bild, weil das ist einfach, das geht nicht anders. Ich guck mal, dass ich's ins Bild, in den Stream kurz reinhole. Es ist nicht gut gemacht für 2 Minuten, aber ich hab mich halt beeilt. Wie nenne ich diese Datei? Ich nenne sie mal K.O. WBKO. Ich glaube, jeder weiß warum. Oder zumindest, wenn er oder sie das Bild gesehen hat. Ich fand es halt so passend nach dem Gespräch. Er benennt das Bild EVX-Mod. Oh. Das ist auch eine sehr hübsche Idee. Oh. Da ist das WBKO. Liebe Zuschauer der Aufzeichnung, das muss ich alles mitmachen hier. Bei Livestreams. Entschuldigt bitte. Ich bin entsetzt. Echt entsetzt. Ist das nicht entsetzt. Gegen die Genfer-Konvention so etwas? Ich glaube auch. Naja, sie haben alle gesagt, wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten, ne? Dass das ja anscheinend, und da habe ich gedacht, naja. So.
Lass uns mal das Thema wechseln, bevor ich jetzt laut anfange zu weinen. Das wäre mir ein bisschen peinlich. Weil ich bin ja Strategie-Let's Player und da tut man so, als wäre man hart abgebrüht, als würde einem nichts wehtun. Weitermachen, weitermachen. Das ist aber gut zur Überbrückung, denn jetzt können wir noch Folgendes machen. Eine Allianz, nein danke. Mit Ivy und mit Frauen und mit Zing mache ich keine Allianz mehr. Nie und nimmer. Die Zeiten sind vorbei. Ich werde jetzt erstmal alle Frauen, die ich hier finde, beschimpfen. Kann man bei den Aktionen die Leute auch beleidigen? Nahezu sicher, das sollte klappen. Ja, ich habe sie jetzt beleidigt. Jetzt werde ich ihr noch... Oh, wir bekommen eine Tauchglockenaufgabe. Das ist aber spannend. Auf jeden Fall. Das war sehr spannend. Ja. Auf jeden Fall. Will ich haben. Wo ist unsere Orlon? Wir unterbrechen das, was wir gerade vorhatten. Alle Pläne sind wieder futsch. Ich, mir, meins. Meiden Sie die Minen mit Hilfe eines Echolots und tauchen Sie an der vorgegebenen Stelle. Autsch. Das klingt jetzt aber hochdramatisch. Segeln Sie mit dem Bergenschiff zum vorgegebenen Ort und passen Sie auf, dass Ihnen keine Minen reinfahren. Wo war das denn nochmal? Jetzt wird der Ort nicht mehr angezeigt. Wo ist das denn? Der Ort war doch gerade in der Nähe unserer Stadt, oder? Wo müssen wir hin? Ich, mir, meins. Die Elektra. Genau, die fährt bitte hier hin. Hier geht's zur Orion. Also ich glaube, das war bei unserer Hauptinsel gerade. Ich hatte mal kurz geguckt. Ich kann den Ort nicht mehr mir anzeigen lassen. Seht ihr den Ort nochmal? Habt ihr das eben mitbekommen, wo der Ort ist? Was schrieb der Chat? Entschuldigung, ich habe es jetzt leider nicht mitbekommen. Ich muss mich gerade zusammenreißen. Chippy, hast du das mitbekommen? Ich bin gerade deine Minimap am Absuchen. Weil das sollte doch auf der Minimap irgendwo zu sehen sein. Das ist ein guter Hinweis. Weil eigentlich müssten so Aufgaben hier notiert sein. In der Minimap. Aufgaben. Hier. Ich mache mal alle anderen Punkte weg. Auch das Filter ist, glaube ich, neu gekommen durchs Update. Und hier... Nur das Schiff wird einmal angezeigt. Nicht die Aufgabe. Ich fahre mal rüber. Also uns wurde, glaube ich, angezeigt, ist er hier. Klick auf den unteren Teil in der Aufgabe. Oder da meint vielleicht den Zuschauer, ist vielleicht die alte Welt gemeint? Ich klicke hier andauernd rein. Ich komme da nicht hin. Hier ist kein normal, das sind ja so Punkte, da klickt man rein, so ein Pfeil, aber hier ist keiner. Schaut mal, ich klicke hier die ganze Zeit drauf, ich komme nicht hin. Und hier oben ist oft in der Mitte auch noch so ein Icon, ich komme nicht hin. Vielleicht wirklich noch verbuggt. Also ich hatte eben, glaube ich, auf den Ort geklickt, der angezeigt wurde und dann wurde mir angezeigt, es sei hier vorne. Wir fahren mal zu hier vorne hin und gucken mal, ob uns hier was angezeigt wird. Aber das Echolot läuft ja auch. Oder, Moment mal, wir schauen mal, ob das eventuell an seiner Insel ist. Oder ob wir hier irgendwo was sehen. Auf der Karte irgendwo ein Icon, ein Doppelpfeil, irgendwas, was uns anzeigt. Achtung, hier musst du hin. Aber da können wir jetzt die ganze Karte lang scrollen. Das ist natürlich auch nur subspannend, suboptimal.
Es schreibt gerade jemand, das war mir auch noch nicht bekannt, gelbe Wellen vom Echolot seien für Questaufgaben. Hast du irgendwas Gelbes gesehen? Nein. Das heißt, wir können auf gut Glück hier alles abfahren und hoffen, dass wir irgendwo was finden. Kann man machen. Da geh einfach kurz in die alte Welt, dass wir einfach das mal sicher abgehakt haben, dass wir nicht auf der falschen Map sind. Ja, ich glaube aber wirklich eigentlich nicht, dass das in der alten Welt sein kann. Weil dann wäre die Aufgabe dann nicht... Hier steht ja, sie haben keine Aufgaben. Die Aufgaben werden immer für die Welten angezeigt. Weil Nate ist ja der kennt die neue Region. Der kennt die alte Welt gar nicht. Also das ist jetzt echt... Speichern und neu laden? Ein Autosave. Wir lesen den Text nochmal durch. Also Coinman sagt, du bist definitiv an Wellenlinien vorbeigefahren. Das ist ein netter Hinweis, aber das Problem ist, wir wissen ja nicht wo. Du, also ich habe nämlich nichts gesehen. Was vielleicht doch daran lag, dass ich gerade Photoshop zumachen musste. Ja. Nicht, dass ich Bilder manipulieren würde, das würde ich niemals tun. Ich fahre mal einfach auf gut Glück hier überall lang. Ihr werft bitte mal mit mir einen Blick. Einer von euch wirft bitte, glaube ich, immer einen Blick, vielleicht Chippy, auf die Minimap und du, Ivy, mit mir auf die Karte. Ja, jemand hat gerade geschrieben, es ist ein super Hinweis von Kerkerdiener. Ich habe die Aufgabe vorhin schon mal bei wem anders gesehen. Nee, das will ich nicht wissen. Nee, da ging es, aber er hat jetzt ungefähr uns gesagt, wo es sein könnte. Das will ich nicht wissen, das finde ich doof, das möchte ich nicht wissen. Das weiß ich, aber wenn du so verzweifelt bist, dass du es wissen willst, sage ich es dir, okay? Ich bin nicht wegen einer Quest, die nicht lösbar ist, verzweifelt. Ich gucke auch jetzt ab jetzt bis zur Erfüllung des Quests nicht mehr in den Chat rein, ernsthaft. Weil das ist Male nach Zahlen. Aus dem Alter bin ich raus. Das macht keinen Spaß, wir sind doch erwachsen. Aber jemand hat jetzt gerade geschrieben, du bist eben dran vorbeigefahren in der Richtung von Nate. Hätte er das gesehen? Das ist was anderes, das gucke ich mir gerne an. Wir fahren mal in konzentrischen Kreisen rund um Nates Welt. Guck mal, ob das bei ihm irgendwo in der Nähe ist. Das Haus Harlow hat keine Verwendung. Da war was. Moment. Ah ne, da ist einfach nur irgendwas anderes, glaube ich. Oder? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in Minen reinfahren. Aber ich glaube, das ist eine stinknormale Aufgabe. Eine stinknormale Beute gerade. Aber die... Was? Das ist eine andere Beute anscheinend. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja die Beute, die wir brauchen. Mal gucken. Mal gucken. Wir buddeln hier mal. Taucherglocke runter! Oh Gott, schon 20 nach 1. Ich muss doch morgen um 20 Uhr weiter streamen. Bist halt voll drin, ne? Ja. Und was bekommen wir? Einfach nur Schrott. Also das war schon mal nicht unsere Aufgabe. Die Aufgabe läuft ja auch weiter. Wir werden es finden. Hier bietet uns Bente eine Aufgabe an. Also in Kreisen, in einem Kreis. Explosion in einer Kohlemine. Die müssen wir schnell reparieren.
einmal rund um die Insel. Nate ist, glaube ich, da vorne. Wir fahren durch die Schiffe durch. Platz da, wir kommen. Hier wieder irgendwas. Es ist weiß. Es könnte wieder eine stinknormale Geschichte hier sein. Aber wenn wir hier schon lang fahren, wir nehmen natürlich alles mit, was wir entdecken. Ist noch ein gutes Stück weg. Könnte hier um die Ecke sein. Was hat die hier für eine Kleinstinsel besiedelt? Ich werde im Chat von Twitch angeschrieben. Er soll den Magneten nicht vergessen anzumachen. Ich habe es damit weitergegeben. Danke. Ist er angeschmissen jetzt? Also ich habe jetzt auf YouTube zurückgespult und da war nie irgendein Ort angezeigt. Okay, das ist hilfreich. Weil das im Ernst ist wirklich hilfreich. Kein Gag. Das ist sehr lieb, dass du es gemacht hast. Denn selbst, dass du nichts gefunden hast, ist ja schon, die bringt uns jetzt Gewissheit. Die Gewissheit, dass wir nicht verunsichert denken müssen, wir hätten irgendwas falsch gemacht. Da ist hier nächste Beute. Taucherglocke runter. Taucherglockensymbol. Oh, 26 Sekt. Das heißt aber, dass das Lager jetzt voll ist und wir könnten gar keine Items an Bord nehmen. Das heißt, und da wird das nächste schon angezeigt. Das müssen wir uns jetzt mal merken. Das ist hier vorne. Wir müssen erstmal Zeugs loswerden. Ich fahre mit dem hier hinüber. Also das hier ist in der Nähe von dieser Insel hier, okay. Wir müssen erstmal wieder rüber zu unserem Hauptschiff hier hin, zur Hauptinsel. Oder... wir fahren mit dem Schoner mal entgegen bis zu hierhin, bis zu der, bis zu dem Kap hier, mit der Orion entgegen. Ich suche 1.20 Uhr. Boah, meine Güte. Mann. 18 Minuten noch für die Quest. Das ist das Kap, wo wir uns treffen mit dem Schoner. Das hier ist unsere Insel. Fährt der Schoner wirklich rüber? Da ist er. Entdeck mich. Schon passiert. Direkt um die Ecke liegt unser Dampfschiff. Da kommt es entgegen. Wir fahren dem Dampfschiff mal entgegen. Den Insekt rüber. Wir haben viel zu viel Schrott dabei. Jetzt ist das schon voll. Und das Schiffchen bringt das gute Zeugs jetzt hier hin. Die entdeckt mich. Und unser Dampfschiff geht weiterhin auf Entdeckungssuche nach was auch immer. Aber ich glaube, das ist irgendwas anderes, was wir hier erbeuten können. Ich will lieber nochmal rüber Richtung Nates Insel. Die ja hier ist und jetzt in dem großen Kreis hier weitersuchen. Also Nates Insel ist das hier. Nee, das ist nicht hier. Das ist... wo ist Nates Insel? Hier, ne? Da ist Nates Insel. Wir sind jetzt schon in der Nähe und fahren jetzt einmal im weiteren Abstand drumherum. Hier waren wir eben. Fahren wir hier im Bogen.
entlang. Meiden Sie die Minen mit Hilfe eines Echolots. Noch habe ich gar kein. Würden wir die Minen sehen? Die würden wir nur mit dem Echolot erkennen. Wir haben ein saugutes Echolot. Mittlere Reichweite, das ist gut genug. Das reicht. So gut, als nächste Insel. Jetzt machen wir einen größeren Bogen. Hier oben hin. Keine Meldungen. Nichts. Was ich mich frage, ist, ob die Dinge, die man hier immer wieder findet, ob die im Laufe der Zeit aufgefrischt werden. Wir fahren durch die Schiffe durch. Boah. Ob die im Laufe der Zeit aufgefrischt werden. Weil die anderen suchen ja, glaube ich, auch. Und irgendwann müsste es das ja gewesen sein. Und so, also die Karte ist groß, aber sie ist ja nicht unendlich groß. Und irgendwann müsste man alles gefunden haben, oder? Oder werden immer wieder neue Plätze hier gefunden? So, und hier in der Ecke sind, bleibe ich mal kurz hier unten. Keine Peilungen, kein Echolot springt an. Niemand sieht irgendetwas. Ich habe jetzt doch wieder einen Chat reingeworfen, weil ich glaube, die Leute schreiben das nicht mehr. Wie ich eben gesagt habe, ich will es nicht wissen. Das ist auch irgendwie komisch. Wenn man schon streamt, man will Interaktion mit dem Chat, da nicht reingucken. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Gehe ich richtig, dass in letzter Zeit da keine Tipps, also mehr gepostet worden hat, im Motto, ja. Ich habe das schon gesehen. Keine gelesen. Dann traue ich mich auch wieder in den Chat reinzugucken. Danke. Es macht mir dann auch einfach mehr Spaß. Keine Meldung, nichts hier. Jetzt sind wir sowieso hier am Kartenrand. Ich fahre den einmal ganz entlang. Nur noch 12 Minuten. Jetzt sind wir dann schon in der Nähe unserer Siedlung. Fahren wir hier einmal den Kartenrand entlang, dann haben wir den hinter uns. Wenn wir das nicht das mittlere, sondern das beste Echolot hätten, dann hätten wir weiter blicken können und hätten es vielleicht, man weiß es nicht sicher, aber Achtung, ach, da war was. Schaut mal. Und das sind andere Wellen auch als gehabt. Das ist es. Wir schaffen's. Jetzt müssen wir es noch rechtzeitig schaffen und wir müssen aufpassen. Klar schaffen wir das. Thema Minen. Hier ist es irgendwo. Boah, das ist am äußersten Rand der Karte. Schweinebacken. Die haben das hier richtig versteckt. Jetzt müssen wir aber echt aufpassen, dass wir nicht in die Falle reinfahren. Das muss ja direkt in der Nähe sein. Ist es diese winzige Insel am äußersten Rand? Das ist genau in der Ecke der Karte. Eine Schweinebann. Das ist exakt, schaut mal die Minimap da unten links. Das ist direkt in der Mitte der Karte, in der Ecke der Karte. Am Ende der. Achtung! Rote Zonen werden angezeigt. Das heißt, hier sind wahrscheinlich die Minen.
und beides, aber mal gucken, wie das aussieht. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Nein! Ach, die Minen sind die roten Punkte. Wir haben gerade schon die Hälfte der Trefferpunkte verloren. Das sind die Minen hier, okay. Und wo ist unser Ziel? Da hinten ist unser Ziel. Das heißt, die Minen tauchen unmittelbar. Die sieht man erst aus kürzester Entfernung. Heftig. Wir haben nur noch die Hälfte der Trefferpunkte. Da muss man tierisch aufpassen. Am besten fahren wir jetzt exakt den Weg wieder zurück. Das wird gar nicht so leicht. Wir haben nur noch die Hälfte der Trefferpunkte. Wir sind also deutlich langsamer. Wir haben auch kein Item, das bei Belohnung gefunden, das bei Schadens... bei Schaden, die Schadensverlangsamung ausbremst. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Da sind Minen, schaut mal. Das sind die Minen, genau. So, das hat geklappt. Schnellster Weg zu Nate. Hierhin bitte. Sollten wir eigentlich schaffen. Hälfte der Trefferpunkte nur noch. Die Schiffe heilen auf Zeit automatisch. Heilen in der Nähe von Heilungsreparaturkreisen. Ein bisschen schneller. Wir könnten auch schon mal einen bauen. Oder wir gucken einfach mal auf den Lebensbalken des Schiffes. Wo steht das denn? Wo können wir denn lesen, wie viele Trefferpunkte das Schiff hat? 2063, 64. Das fährt doch ziemlich schnell. 8 Minuten noch. Ein Hummerköder. Was? Wir müssen einen Hummerköder abliefern. Das ist ja sehr zivil hier. Ja, wir schaffen das. Wir können natürlich auf Vorrat hier mal einen Reparaturkai errichten. Fährst du gerade hin mit dem Gebogenen? Zu Nate. Nein, ich war falsch. Wir müssen mit dem Schiff da oben hin. Du hast völlig recht. Hier geht es hin. Bislang stimmte die Richtung. Insofern haben wir keine Zeit verschenkt. Aber hier müssen wir hin. Hier ist Nate. Er ist bei Crown Falls, bei unserer Hauptstadt. Na, wir schaffen das. Wir haben noch 7... Na, wir kriegen das hin. Toll, toll, toll. Wir sollten es hinbekommen. Wir sollten es schaffen. Oder? Wir kriegen das hin. Wir werfen oben einen Blick auf unsere Stadt, liefern hier das Zeug schon mal ab. Und dann ist irgendwo auch noch das Schiff mit den, das sind die Baumaterialien, die wir noch brauchen. Hier, nein. Hätten wir hier nicht Baumaterialien hinbringen wollen? Wo sind die denn? Inaktive Schiffe. Wo ist das Schiff mit den... Hat man nicht Fenster, Stahlbeton und so Zeugs rübergebracht? Weil das ist doch das, was brauchen wir hier für den Bau? Ne, wir können das jetzt bauen. Hafenmeisterei. Ach, wir haben schon alles hier hingebracht. Es ist schon da.
Teil der Quests erfüllt. Die Königin freut sich, eine Hauptstadt im nächsten Crown Falls zu haben. Wir werden diese sonnigen Gefilde zu unserer Sommerresidenz machen, sobald die Hauptstadt eingeweiht wurde. Und wir haben eine neue Quest bekommen. Dann sind wir zur Hauptstadt, sobald wir 500 Ingenieure haben. Wir haben noch 5,5 Minuten. Wir schaffen das aber. Da vorne, da kommen wir gleich an. Lieber Ivy, du bist doch morgen beim nächsten Stream dabei. Ich hoffe auch. Notier dir doch bitte schon mal, dass wir zu Beginn des Streams mal Ausschau halten, ob wir alles an Baumaterialien haben in Crown Falls, was wir brauchen. Und gegebenenfalls mal suchen, ob wir irgendwo ein Schiff verloren haben oder ob das irgendwo pausiert. Durch dass uns noch, ich glaube, Fenster waren, das in Stahlbeton dorthin bringt. Kann auch sein, dass ich das fantasiere oder mit irgendwas durcheinander werfe. Und dann die nächste Aufgabe natürlich, dass wir, sobald unser Schiff wieder heil ist, die Orion, dass wir das Schiff dann rüberbringen zu Nates Station, zu Nates Insel, und dass wir doch die coolen beiden Items uns kaufen, die wir kaufen wollten für das Rathaus, ein Rathaus-Item und ein Handelskammer-Item. Das sind die Dinge, die wir uns ausgeschaut haben. Das sind die nächsten Ziele, die wir uns im Leben gesetzt haben, als Statthalter hier. Viereinhalb Minuten noch. Nate fragt, wollen wir die Aufgabe abschließen? Jawohl. 43.559 Gold bekommen wir und tragen ab jetzt das nächste Mal wieder ein Stückchen höher. Sind einfach froh und cool, dass wir das geschafft haben. Haben keine Beute gemacht, die für uns wichtig wäre und mal ein bisschen Ruhm und Ehre bekommen. Hier entsteht ein Reparaturkran. Er repariert im Augenblick unser Schiff. Es rattern die Lebenspunkte hoch. Wir können guten Gewissens sagen, wir können uns auf den Stream, den letzten Preview-Stream, in 18,5 Stunden, glaube ich, freuen, der am 28. Juli Abend stattfindet. Bis dahin hoffe ich, all die vielen Aufzeichnungsvideos, die bis dahin hier entstanden sind, wirklich raushauen zu können. So viel haben wir schon erlebt, so viel haben wir schon erkundet vom neuen Content. Ich höre hiermit auf, wünsche euch einen guten Abend, wünsche euch eine gute Zeit, bedanke euch für eure Aufmerksamkeit und ende ausnahmsweise mit beidem auf einmal. Sowohl mit der Aufnahme als auch mit dem Stream, denn wir sehen uns so bald schon wieder. Ich habe Kohldampf, bin ein bisschen groggy. Es hat riesen Spaß gemacht. Tierisch schöner DLC. Tierisch viele Leute dabei. Coole Stimmung im Chat. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für die Komats. In wenigen Stunden sehen wir uns wieder. Ich hoffe, ich bekomme von euch auch mal ein paar coole Items demnächst spendiert. Im Chat. Bald. Heute Abend. Bis dann. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht.